Hallo, hier ist Anthony. Und Lenny. Und Lenny war ja in Paris und hat mir ganz viele Geschenke mitgebracht. Das ist die Tüte. Kann ich alles verraten? Die will ich auspacken werden. Das habe ich Anthony in einem ganz normalen Drugstore gekauft. Also eine Lebensmittelkette eigentlich, die aber auch so Drogerieartikel hat. Das müsste eigentlich bekannt sein. Von Schleckelmoon habe ich schon einiges gehört. Kann ich mich sehr darüber gefreut. Das schmeckt ganz fein. Mango. Da sage ich euch, wie ich das benutzt habe, wie es mir gefallen hat. Und ich gehe davon aus, dass es mir sehr gefällt. Dann weiß ich ja, dass Sanctuni sehr auf diese Marke steht. Le Petit Marseille. Und da habe ich ihr dann meine Handcreme mitgebracht, auch einfach aus dem Monop, falls euch das was sagt. Da bin ich auch sehr gefreut. Handcreme ist ja immer gut. Dann eine Body Milk. Das ist so ein kleines Probedöschen oder so für 3 Euro noch was. Sieht halt lustig aus, habe ich ihr auch mal mitgebracht. Echt cool, Body Milk. Gab es auch in sehr vielen verschiedenen Richtungen. Und auch größer. Das sieht einfach mal lustig aus. Auch von Le Petit Marseille diese Sorte. Und die riecht wie frisch gewaschene Wäsche. Und das mag Anthony. Cool, ja! Dann war ich in dem großen Einkaufszentrum Lafayette, so ein ganz teures Einkaufszentrum wie so Karstadt oder Manor oder so. Und da habe ich diesen Nagellack gekauft. Und das ist so wie ein Gel, also wie ein Überlack, nur so rötlich halt, also eher wie ein Hauch von Farbe, so durchsichtig. Also ist zwar schon ziemlich rot so von Weitem, aber von Dichten ist ja nur ganz. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Aber ich habe ihn hauptsächlich gekauft, um ihn zum Beispiel auf Blau aufzutragen, dass es einen kleinen lila Einschlag dann hat oder auf anderen Farben, auf Weiß. Da werden wir mal viel ausprobieren damit. Dann hat sie mir noch eine Glasteile gekauft. Da habe ich mich auch sehr gefreut, das sowas besitze ich auch noch nicht. Von Sephora. Da waren vier. Vier Sephora haben wir in Paris gesehen. Sehr große Märkte. Da haben wir jedes Mal zugeschlagen, als wir drin waren. So zum Beispiel auch bei diesem Pinsel. Das ist ein Blush Brush. Und den hat Anthony noch gesucht. Und ja, der ist halt so ein abgeschrägter, perfekt zum Auftragen für Wangenrouge oder Highlighter. Der war um die 21 Euro, aber das ist uns natürlich wert, mal so einen schönen Pinsel zu haben. Dann hat Melanie noch eine ganz große Überraschung gemacht. Und zwar habe ich mir von der Essie Limited Edition Madison Avenue, glaube ich. Frühling war das aber. Frühlings LE den Maximilian Stress Hair gewünscht. Und den hat sie mir mitgebracht. Ich habe mich sehr gefreut und auch gleich raufgemacht. Das seht ihr hier. Wie das auf meinen Nägeln aussah. Und das habe ich kombiniert. Also ich finde, den kann man gut mit hellen Lidercreme kombinieren, aber auch mit so einem grünen oder ja,
Toraum, Topton und da kann man ihn sehr gut kombinieren mit dem. Ja, ich bin so froh, dass ihr mir den geschenkt habt, hatte ich niemals gedacht. Bei Sephora haben wir noch zwei kleine mitgenommen. Ich glaube, die haben keine Namen, aber die sehen wirklich sehr gut aus. Und dann noch für Anthony Nagelfeilen. Denke ich, hat gute Qualität. Es sind dann auch vier verschiedene Feilen, wie sagt man, ja, hart und weniger, also weich. Kann sie immer gebrauchen, jetzt wo sie sich Nagellack drauf macht. Dann haben wir einmal das dabei gehabt, Lady Rebel. Anthony hat das schon ausprobiert. Wie ja, das riecht nach Mango, also sehr, also schon sehr süß. Ist jetzt nicht so meine Richtung, aber für den Sommer finde ich es doch eine gute Abwechslung. Im Sommer kann man es auf alle Fälle tragen und gibt ja auch viele, also ich glaube die jüngere Generation, die mag das so einen süßeren Mango-Duft schon sehr, obwohl ich Mango auch sehr mag, aber ich bin anderes Parfüm irgendwie gewöhnt, ja, das nicht so süß ist. Aber als Probe werde ich es natürlich auch brauchen und habe mich auch darüber gefreut. Und dann waren wir auch am Claire, das ist jetzt nichts Besonderes. Aber da habe ich diesen gesehen und der ist so wie Porzellan, kommt da raus. Also die Farbe, weil Anthony noch lila, blau gesucht hat und da habe ich gedacht, ja, wenn ich den sehe, nehme ich den mit, auch wenn wir den hier in der Schweiz kaufen könnten wahrscheinlich. Dann haben wir noch das gekauft. Ja, man sieht. Das ist einfach nur, das sind Kaffeekapseln. Kannst du deinen Kakao machen? Nein, das sind Duschproben von Sephora, von der Eigenmarke, die haben Duschcreme, Peeling, hier Bodylotion, alles möglich und das ist nicht billig. Deswegen haben wir so gedacht, ja, dann kaufen wir mal viele Proben und testen die für euch aus. Da haben wir einmal Coco. Anthony hat da hinten Schoko. Erdbeere. Grüner Tee. Foamy. Whatever it is, I don't know. Mango. Da sind 7,9 Milliliter drin. Also ich denke mal eine Anwendung. Da bin ich sehr gespannt. Was uns denn am meisten zu sagen? Ja, also am meisten auf den grünen Tee gespannt. Das ist neuartig. Dann habe ich ihr noch ein paar Sightseeing-Sachen mitgebracht. Wie der kleine Eiffelturm, der ein Stift ist. Cool. Schönes Blau und Gelb. Himmel und Sonne, meine Lieblingsfarben. Sommer. Eine Uhr. Und einen Stift, ja, und so ein Sammelstift. Oh ja. Das Teil. Nein. Und ich habe mir noch eine Uhr gekauft von Louis Vuitton. Ja, mal was anderes. Ich hatte sonst immer sehr sportliche Uhren. Jetzt habe ich mal so eine. Chica. Das war's vom Paris Haul. Das waren ungefähr 100 Euro, aber die Preise sind ja eingeblendet, habt ihr ja gesehen. Ja, in Paris kann man gut shoppen, auf der Champs-Élysées oder in diversen Einkaufszentren, die wir so ausfindig gemacht haben. Und jetzt folgt dann noch mein Paris-Video von den Sehenswürdigkeiten und wie wir so durchgefahren sind mit dem Bus und spazieren gewesen sind und shoppen natürlich. Und dann folgt noch ein extra Video von einem Tierpark, wo wir waren und einem Museum. Und darauf könnt ihr euch freuen. Ich freue mich schon sehr darauf. Wir haben nicht mitgekommen, aber wir gehen wahrscheinlich irgendwann mal zusammen nach Paris. Mal, und dann zeigst du mir alles schön. Also es ist wohl eine Reise wert, wie ich so mitbekommen habe. Und wir werden euch natürlich sagen, wie wir die ganzen Produkte finden und wir testen sie ausgiebig. Und dann
sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.